Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen. Ja, ihr Glücklichen da draußen. Also ich gehe nachher auch gleich wieder raus, weil das ist ja so eine Hitze. Ich bin ja immer noch in Zürich, bin wieder jetzt zurückgekommen. Ja, aber habe schon eine Wohnung in Aussicht in Berlin. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, man könnte ja, ich kenne mich ja noch nicht so gut aus in Berlin. Und ihr, die in Berlin wohnt oder die mal in Berlin gewohnt haben, die so ein paar Tipps haben, wo man gut hingehen kann, wo es, ja, sei es jetzt, wo man gut Frauen treffen kann, wo man, oder wo es einfach, ja, was man gesehen haben muss in Berlin, eure Lieblingsplätze und so weiter und so fort. Ich gucke mir die dann an und werde dann mein Urteil fällen über diese Orte. Ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich natürlich auch dorthin begleiten. Müsst ihr euch halt melden oder ihr wollt irgendwie, ich weiß auch nicht, Werbung für irgendwie was machen, was ihr gerne auf die Beine stellen wollt und so. Und da komme ich gerne hin. Und ich hoffe natürlich, dass ein paar Snacks bei euch inbegriffen sind, plus Getränke. ja, das wäre schon nett, aber muss nicht sein. Nein, also einfach, wenn ihr Tipps habt in Berlin, wo man hingeht als Frau oder auch als Mann oder ist egal wo, einfach eure Lieblingsplätze, schreibt mir oder schickt mir eine Videoantwort, wo ist es toll in Berlin? Ich meine, ich war in Berlin, ist ja nichts los, ne? Also, da ist ja in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mehr los. Nein, ja. Ne? Schickt mal was ihr so meint, was Tolles in Berlin. Dann habe ich noch was. Und zwar ist das was ziemlich Banales. Aber du, bei der Hitze kann man auch mal banal sein. Und zwar ist mir aufgefallen, wo ich mal bei Lesarium geguckt habe und auch sonst so, ist mir aufgefallen, dass sehr viele lesbische Frauen das Sternzeichen Stier haben. Also ich bin Stier. Und vielleicht fällt es mir auch nur deswegen auf, weil ich Stier bin, weil ich mich dann nur darauf achte, möglich. Und natürlich alle, die jetzt nicht Stier sind, die werden natürlich laut protestieren, so ein Quatsch, so ein Scheiß. Aber mir ist aufgefallen, dass sehr viele Stier oder Löwen sind. Vielleicht liegt es also an eurem Geburtsmonat. Also sagen wir nicht, dass sie alle sind oder so, aber das Prozentual, der Anteil der Sternzeichen Stier und Löwe sehr groß ist. Stimmt er mir dazu oder nicht? Sagt es mir, ich möchte es wissen. Ja, das war's für heute schon. Ich sende euch mal sonnige Grüße, aber wahrscheinlich habt ihr die Sonne ja selber schon im Haus. Und bis zur nächsten Woche. Ne? Viel Erfolg für euch. Tschüss. Bye, bye. You're a part-time lover and a full-time friend. Monkey on your bed is the latest trend. Don't see what anyone can see, anyone else. I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. Don't see what anyone can see, anyone else. Ah, thank you.
morning's waiting satisfied. I don't see what I